Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 2 Bot Match. Und der erste Wunsch für diese Doppelfolge sieht wie folgt aus. Ich soll die Vector benutzen mit Rotpunkt und schnell ziehen, die Bots auf Mittel und auf der Map Slums spielen. Ich habe jetzt als Abschussserien, Punkteserien meine ich natürlich, Vorräte, Wächter und Blitzschlag. Und wir fangen sofort an. Let's go! Team Deathmatch. Schluss mit der Geheimhaltung. Ich habe übrigens, und das werden jetzt die meisten von euch wahrscheinlich müde belächeln, meine erste Waffe online auf Gold, und zwar die Vector, also die, die ihr hier seht. Und ja, warum es bei mir so lange gedauert hat, erstens spiele ich relativ unregelmäßig online. Und zweitens ist es so, dass ich diese Volltreffer nie gemacht habe, weil ich eigentlich sehr, sehr oft, also ich spiele meistens mit der Vector, aber halt offenbar häufig auf dem Körper. Und deswegen habe ich diese Volltreffer, die man braucht, um diese eine Tarnung, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, irgendwie Cryptek oder sowas, die habe ich nie bekommen. War immer so, oh Alter, kurz davor. Und jetzt hatte ich sie und dann habe ich gerade an einem Tag diese ganzen anderen Herausforderungen von wegen 10-mal blutrünstig Medaille verdienen und so weiter gemacht. Wobei ich ehrlich gesagt der Meinung war, dass ich es niemals schaffen würde, diese blutrünstig Medaille zu bekommen. Deswegen nochmal danke an die sehr, sehr leichten Gegner, die ich damit weggerotzt habe mit der Waffe. Ja, für die, die es nicht wissen, blutrünstig heißt, dass du 5 Gegner platt machst, ohne zu frecken. Und das ist online nicht immer gegeben, weil ich hatte auch ein paar Runden, wo sie mich wirklich einfach weggewischt haben. Aber das gehört offenbar dazu. Ja, mein nächstes Projekt ist jetzt eigentlich die Diamanttarnung anzugehen. Da ist es nur momentan halt noch fraglich, ob ich die bekomme. Fuck! Weil ich wahrscheinlich nicht das Durchhaltevermögen habe, mit jeder Maschinenpistole Gold zu machen. Da sind ein paar dabei, mit denen kann ich mir noch gut vorstellen. Aber ein paar, da wird es, glaube ich, einfach nur schmerzhaft. Ja. Ich werde einfach mal schauen, wie weit das ist. Wenn ich es dann geschafft habe, erfahrt ihr es quasi als Erste. Aber ich meine, so wichtig ist es wahrscheinlich im Endeffekt auch gar nicht. Weil ich nicht der Erste bin, der Diamant haben wird. Wenn überhaupt. Ich will aber auch, und das wird glaube ich noch schlimmer, die Pistolen auf Diamant kriegen. Weil? Warum? Weil ich der Meinung bin, jeder macht irgendwie die ganzen Primärwaffen und so. Ist eigentlich viel cooler, wenn du so kleine Drecksdinger, die eigentlich kaum jemand wirklich benutzt, auf einmal auf Diamant hast. Von wegen, yeah, ich hab's geschafft, ich hab das Ding, jedes von den Dingern Gold gemacht. Und ich weiß jetzt schon, dass ich bei der, wie heißt sie? Oh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Dieser Revolver, der kleine. Dass ich da richtig kotzen werde, weil wenn ich es richtig verstanden habe, musst du auch da 100 Volltreffer machen. Und bei so einem Ding dauert das einfach nur grandios lange. Aber wir werden sehen. Ich versuch's und bin tot. Erstmal die Vorräte werfen, so. Dann den geilen Blitzschlag. Der letzte war scheiße. Ja, und wenn alles glatt geht, das ist momentan auch noch nur eine Überlegung, wir müssen mal schauen, dann kriegen wir demnächst noch ein neues Mikro und dann besteht endlich die Möglichkeit, auch mal ein paar coole Togethers zu machen. Das war voll dumm, den wollte ich da gar nicht hinstellen. Und generell werden dann die Aufnahmen auch ein bisschen besser klingen, wobei da auch viel mit der wobei das auch viel mit den Einstellungen zusammenhängt. Ich habe manchmal, war ich voll und ganz zufrieden mit der Soundqualität. Und manchmal habe ich es leider ein bisschen falsch eingestellt und da klinge ich dann, als würde ich in so einen Blecheimer kotzen.
aber ich gebe mir Mühe, dass es auch mit dem Headset, das wir jetzt haben, das ist ja auch kein Mistding, einigermaßen gut klingt. Und sollten wir uns dann das nächste zulegen, das neue, das bessere, dann wird das noch besser. Hoffe ich zumindest. Aber nagelt mich nicht drauf fest, das ist wie gesagt nur eine Überlegung momentan und wir wissen noch nicht wann und ob wir uns das Ding ins Haus holen. Geh weg! Alter! Ich bin die ganze Zeit in einem komischen Typ hängen geblieben, der da eben rumlief. Also, meine Mitspieler. Yeah! Das war schlau. Das war wirklich schlau, damit habe ich nicht gerechnet. So, wieder die Vorräte. Ich weiß gerade nicht, was ich mit dem Wächter anstellen soll. Ich glaube, den stelle ich auch in die Hütte. Boah! Ihr seid doch Dreckspenner. Ich will meine Vorräte haben. Geh da weg. Ich wollte eigentlich doppelt drücken, aber da war ich irgendwie zu dumm für. Ja, entschuldigt bitte das Räuspern. Ich bin ein... nicht erkältet, aber ich habe momentan so ein bisschen Frosch im Hals. Zack. Ich habe ja gehofft, ich könnte den Black Hat mal einsetzen, aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Gibt halt keine Gelegenheit. Schauen wir doch mal, ob wir den letzten Kill mit dem RPG machen können. Da ist keiner. Ach, leck mich am Arsch, ey. Ich will. Scheiße. Jetzt war ich gerade da. Naja gut, leider hat es nicht geklappt, aber ansonsten habe ich alles gemacht, was ich in der Folge machen wollte. Ich habe den Wunsch erfüllt, ich habe mich nicht ganz blamiert, wobei es hätte besser sein können, das gebe ich zu. Ja, aber wir haben ja noch eine Folge, das heißt, vielleicht läuft es da besser. Also, wir machen jetzt den Schnitt und sind auch schon wieder da. Und stellen fest, dass der zweite Wunsch dem ersten doch relativ ähnlich sieht. Und zwar, ich rufe ihn gerade mal auf, damit ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Ich soll mit der Vector spielen, mit Reflexvisier, schnell ziehen und, wie heißt das Ding? Vordergriff. Dann die B23R als Sekundärwaffe. Und als Extras Hardliner, Plünderer und Gewandtheit. Und ich soll als Primärgranate den C4 mitnehmen. Die Bots, wie eben auch auf Soldat und als Map dieses Mal Drone. Als Abschussserien bzw. Punkteserien wurde nichts genannt, deswegen lasse ich doch gerade alles so wie es ist. Und wir steigen ein. Let's go! Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt besser bin oder schlechter als eben. Ich muss sagen, diese Map hier ist, glaube ich, nach Carrier die ich am wenigsten leiden kann. Was einfach daran liegt, dass ich gerade auf größere Distanz sowieso eine Niete bin. Und auch nicht damit klarkomme, wenn ständig irgendwo so ein Sniper-Camper hockt und mich wegpflückt. Aber ich werde einfach mal mein Bestes geben. Oder versuchen, es zu geben, so rum. Und mal schauen, wie weit es mich bringt. Boah. Woher wusste der jetzt, dass ich da komme, hä? Naja, es sind die Black Ops 2 Bots, die dürfen das.
Wow, das war zweimal überhaupt nicht vorbei, würde ich sagen. Jawohl, das war doch mal hier. Schön. Ich meine natürlich schrecklich, dass ich diesen Mann ermordet habe, aber schöner Punkt. Aber ganz ehrlich, wer immer noch glaubt, dass Killerspiele Amokläufe hervorbringen und dass Killerspiele voll Realität abbilden und bla bla und dass die Leute dann voll ausrasten, wenn sie sowas spielen. Der kann mich mal, ehrlich. So. Ich wollte ja eigentlich besser sein diese Runde. Es schickt sich aber genau andersrum an. Scharfschütze. Alter, ei. Was will der denn von mir? Ich meine, ihr habt gesehen, wie oft ich getroffen habe. Aber obwohl ich Zähigkeit drauf habe, wenn er einmal dann anfängt, mich zu treffen, dann kannst du vergessen, dass du dann noch auf dem Ziel drauf bleibst. Dann wackelst du rum wie so ein Volldepp. Wow. Jetzt spawnen alle hier. Das heißt, ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung. Verbündete Vorräte unterwegs. Wo sind die denn alle? Da sehe ich einen auf der Karte. Feindliche Drohne nähert sich. Und der ist schon wieder tot. Wohohoho. Also die Pistole ist gar nicht übel. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich die online so selten benutze. Ich glaube, weil wenn du einmal vorbeischießt und dann abdrückst, dann erstmal eine ganze Salve daneben geht, was einfach länger dauert als ein einzelner Schuss. Und ich bei meinem Glück dann andauernd über den Haufen geballert würde. Und das machen meine Nerven dann nicht mit. Oh, ich habe ja noch C4. Das habe ich ja ganz vergessen. Jo, super, geil, Hammer, alter Vater, ey. Manchmal gehen mir die Bots ein bisschen auf den Sack. What the fuck? Nochmal fürs Protokoll, ich spiele auf Soldat und krieg grad nichts gebacken. Ich will es jetzt auch nicht auf die Map schieben, das ist schon mein Fehler. Aber Alter. Gerade bin ich echt scheiße. Da geht schon wieder los. Sprengladung. Boom. Haha. Jetzt sind hier drin bestimmt wieder welche. Oder nicht? Ich sollte hier weggehen. Schütze am Boden. Man sollte nicht so offen stehen bleiben. Weil man dann sofort... Jawohl. Oh Leute, das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Beziehungsweise mein Ernst sein. Dass ich gerade so scheiße bin. Ups. Gib mir das wieder. Wir haben den Vorteil errungen. Sprengladung. Hä? Krieg ich hier keine, wie heißt es denn? Munition? Dinges. Doch hier. Plünderer, genau, das war's. Vielleicht sollte ich wirklich mal aufhören, mit so Kurzstreckenwaffen die ganze Zeit draußen rumzurennen. Vielleicht ist das einfach mein Fehler. Ah! Ein weiterer Abschuss.
gepanzert. Also wenn ich mit der Waffe mal treffe, dann geht die echt ab, aber ich muss erstmal so weit kommen. Ja, ja. Nein! Jetzt hätte ich fast das Ding in die Luft gejagt. Woppa! Oh, ich liebe die Bots mit Schild. Bringen mich immer wieder zum Lachen. Weil sie so intelligent sind. Tja, war wohl nichts, ne? Bin ich jetzt hier ganz kurz sicher? Ich weiß es ehrlich. Oh, da war schon wieder eine. Ich würde nämlich gerne... Ich weiß, was ich mache. Achtung. Zack. Jetzt der Luftschlag. Und die Vorräte. Wie weit kann man hier laufen? Bis hierhin. Voll schön hier und so. Habe ich noch nie festgestellt. Tada! Und was ist es? Ein Geschütz! Genau das, was ich gebraucht habe. Dann nehme ich erstmal den Wächter mit und stelle den hier ab. Und dann kommt das Geschütz... Na komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja! Perfekt! So, jetzt läuft die Sache doch schon ein bisschen besser. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verschrien, aber soweit sieht das ganz ordentlich aus. Besser als in der Runde davor ist es zwar nicht, aber ja. Ja, am Arsch. Dann ist wieder Schildkrötenman. Wow. Yeah! Und mal nicht verreckt. So. Und das Ding kommt mal hier hin. Es ist sowieso egal, wo ich es hinstelle. Jetzt holen wir noch die geilen Vorräte. So ist so viel Zeit ist noch. Und wenn ihr wollt... Steuere ich gerade gleich mal das Geschütz, wenn die Vorräte da sind. Fernlenkladung zum Einsatz bereit. Immer weiter kämpfen. So. So sieht das aus, wenn man ein Geschütz ist. Na komm schon. Kumpel. Aber hier ist überhaupt nichts zu tun, das ist doch voll... Aha! Sehr schön. Ach Mist, jetzt genau in dem Moment... Aber da habe ich doch hier mein Spaßmobil. Wenn ich den Kerl hinter mir. Kabum. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen geilen Abschuss mit der Pistole oder dem C4 machen können. Okay. Ganz so habe ich mir das nicht vorgestellt, aber ist okay. Und das war's dann, glaube ich, auch mit der Runde. Jo. Noch einen Abschuss haben wir leider nicht hinbekommen. Ich glaube, im Schnitt bin ich sogar einen Tick schlechter als in der Runde davor. Ich habe jetzt keinen Bock, das im Kopf zu rechnen. Aber immerhin den letzten Kill gemacht. Auch wenn das schon eine halbe Stunde her ist. So. Gut, dann bedanke ich mich für die beiden Einsendungen. Bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss.